Hallo, ich bin Jöran und möchte die häufigste Frage beantworten, die wir zu unserem Online-Kurs Kinderzimmer Productions gestellt bekommen. Die Frage lautet: Wie viel Zeit muss ich einplanen, wenn ich an diesem Kurs teilnehme? Und die kurze und unbefriedigende Antwort lautet: Es kommt darauf an. In den nächsten Minuten möchte ich erklären, worauf es ankommt. Und dafür muss man zuerst einen Blick auf unsere Kursstruktur werfen. Das kann man zum Beispiel sehen, indem man auf den Kurskalender schaut, der auf der Website zu finden ist. Der Kurskalender zeigt, dass es am Anfang 3 Tage Einstiegsphase gibt. In dieser Zeit kann man sich einen Überblick verschaffen über das, was im Kurs passieren kann. Und man kann sich selbst entscheiden, zu welchen Schwerpunkten, in welchen Formen, in welchen Gruppen man arbeiten will. Das ist das Entscheidende. Die 11 Tage, die danach kommen, bis zum 8. März, finden hauptsächlich, aber nicht nur, in diesen Gruppen statt. Also, worauf kommt es an? Ganz entscheidend auf das, was in diesen Arbeitsgruppen passiert. 3 Beispiele sollen erklären, wie das aussehen kann. Es sind Beispiele, es kann also auch ganz anders aussehen, schauen wir uns aber das mal an. Thema von Beispiel Nummer 1 ist mit einem 3D-Printer ein Vogelhaus ausdrucken. Leute, die das jetzt nicht kennen, 3D-Drucker drucken tatsächlich ein Vogelhaus aus, nicht etwa ein Bild von einem Vogelhaus oder sowas. Diese Gruppe würde erstens eine lokale Gruppe sein. Die muss sich treffen, weil sie muss mit einem 3D-Drucker arbeiten. Das beeinflusst auch die Gruppengröße. Eine Gruppe, die um einen 3D-Drucker rumsteht, sollte eher so im Bereich 8 bis 12 Teilnehmer sein. Wir haben 3 Arbeitsbereiche, den Collector Space, den Reflector Space und den Maker Space. Das hier ist eindeutig eine Gruppe aus dem Maker Space. Hier wird gemacht, gebastelt, gebaut. Die Dauer ist dann das, was entscheidend ist für die Frage, wie viel Aufwand ist das. Man muss aber nicht diese gesamte Arbeitsgruppenzeit ausnutzen. Man kann also zum Beispiel sagen, wir treffen uns am 2.3. Hoffentlich hat derjenige, der die Arbeitsgruppe anbietet, das schon vorher bekannt gegeben. Und entsprechend fällt dann natürlich Aufwand an, vielleicht auch etwas für die Vorbereitungszeit, vielleicht gibt es auch Leute, die sich danach noch mit Fotos etc. hinsetzen. Aber der Aufwand ist sehr überschaubar, es gibt diese, sagen wir, 2 Stunden an dem Tag, 1 Stunde Vorbereitung, vielleicht noch 1 Stunde Nachbereitung. Das heißt, es bewegt sich insgesamt so eher im Bereich von 4 Stunden Aufwand, den man für diese Arbeitsgruppe investieren müsste. Nächstes Beispiel. Das Beispiel lautet: Mit Minecraft die Traumschule bauen. Minecraft, für die, die es nicht kennen, ist so eine Art virtueller Lego-Kasten, wo man mit vielen kleinen Steinen ganz große Sachen bauen kann, auch gemeinsam bauen kann. Und da kann die Gruppe durchaus größer sein. Sie kann sich auch aufspalten und sagen, wir bauen nicht nur eine Traumschule, sondern 10 Traumschulen. Insofern ist es relativ flexibel, was die Größenordnung angeht. Die Gruppe muss sich nicht treffen. Es reicht, wenn sie sich online koordiniert. Es ist also keine lokale Gruppe. Es ist wieder eine Gruppe aus dem Makerspace. Wenn die Gruppe jetzt sagen würde, wir wollen gar nicht selbst bauen, wir wollen nur gucken, was Jugendliche bauen und davon eine Liste zusammenstellen oder sammeln, was die da machen, dann wäre es eher etwas aus dem Collector Space. Das ist der Ort, wo man Sachen zusammenträgt und weniger selbst baut. Die Dauer kann hier sich über die ganze Zeit erstrecken. Es kann auch sein, dass es verschiedene Phasen gibt. Am Anfang gibt es eher so einen Input, dann wird gebaut, danach nochmal gegenseitig Kritik geübt etc. Der Aufwand ist aber nicht so, dass man dann jeden Tag 1 Stunde da rein müsste. Man hätte also Zeit, in der Bauphase was zu machen. Man müsste aber schon auf jeden Fall mehr als 1 Stunde insgesamt einplanen. Also irgendwas so hier in diesem Bereich wäre der Aufwand, den man einplanen müsste. Drittes und auch schon letztes Beispiel. Ein YouTuber zur Kommentarkultur von und auf YouTube befragen. Das heißt, man sucht sich jemanden, einen Experten in einem Gebiet, zum Beispiel jemand, der auf YouTube sehr erfolgreich ist, und befragt den. Man kann sich dafür mit dem treffen, man kann sich aber auch natürlich online dazuschalten und das Interview mit anschauen oder Fragen stellen etc. Das heißt, das Treffen vor Ort ist optional. Die Gruppengröße kann entsprechend auch ganz groß sein, weil online können auch Hunderte oder noch mehr Leute teilnehmen. Es ist etwas aus dem Reflector Space, wo analysiert und diskutiert wird. Es ist etwas mit einer ganz kompakten Dauer. Dieses Interview braucht zum Beispiel ja nur eine Dreiviertelstunde dauern. Hat also auch wieder einen festen Termin, an dem das stattfindet. Man kann sich vorher schon beteiligen, indem man zum Beispiel einen Fragenkatalog zusammenstellt. Man kann das danach auswerten. Man kann aber auch sagen, man nimmt nur an dieser 1 Stunde teil. Muss nirgends hinkommen, muss nur zu dieser Stunde den Computer anmachen oder danach die Aufzeichnung anschauen. Insofern wäre das etwas, was eindeutig hier in dem niedrigen Bereich angesiedelt ist.
Soweit die Beispiele. Es wird viele Arbeitsgruppen mehr geben, die es teilweise ganz anders machen, die ganz wenig Aufwand, die ganz viel Aufwand beanspruchen etc. Es wird Teilnehmer geben, die nur mal kurz vorbeigucken und sich das anschauen, was da passiert. Es wird Teilnehmer geben, die vielleicht in mehreren Gruppen aktiv sind und jeden Tag dabei sind. Insofern, es kommt drauf an, heißt auch, man kann das selbst weitestgehend bestimmen. Es gibt jetzt drei Sachen, die man machen kann, wenn man dieses Video gesehen hat. Das erste ist, man guckt mal, was für Arbeitsgruppen gibt es denn bisher. Man durchstöbert die bisherigen Arbeitsgruppenangebote. Das zweite ist, man sagt, ich habe sofort eine eigene Idee gehabt, ich möchte selbst eine Gruppe gründen. Oder man sagt, habe ich nicht verstanden, ich würde gerne noch eine Frage dazu stellen. Dann schaut man sich in unserem Support-Forum um und schaut, ob man da eine Antwort darauf findet. Ansonsten helfen wir sehr gerne. Das sind die drei Möglichkeiten. Man schaut, was ist an Arbeitsgruppen da, man gründet selbst eine oder man stellt eine Frage. Wenn man noch nicht für den Kurs angemeldet ist, gäbe es noch eine wichtige vierte Option, man meldet sich für den Kurs an. Das Ganze geht über medialiteracylab.de. Wir freuen uns, wenn wir diese Frage beantworten konnten und sind gespannt, was ab jetzt die meistgestellte Frage zu unserem Online-Kurs ist. Alles Gute und bis bald!